Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal auf der Nordfriesischen Marsch mit dem Micha und dem neuen Jahr. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch, das ist ja schon vorbei. Frohes neues Jahr. Das ist das erste Video im neuen Jahr, am 1.1. aufgenommen. Und ja, wenn euch der Kanal taugt, die Videos taugen, dann abonniert gerne den Kanal. Lasst ein Follow da, ein Like da, ein Kommentar da. Ja. Micha, du müsstest ein bisschen vorfahren. Wäre mal angebracht. Und vor. Fahr ruhig so, dass das Rohr immer am Ende steht. Das war zu weit. Ja, heute werden wir die Zuckerrüben hier verladen, die wir hier aufgereiht haben. All die Mieten aufnehmen. Und moin Mars Mama. Und wir werden dann noch ein Feld haben wir auch noch mit Zuckerrüben Schnitzel, wollte ich sagen, mit Zuckerrüben, die wir dann auch noch verladen müssen. Ja, einmal vis-à-vis. Und das geht dann alles jetzt bei uns in die Zuckerfabrik rein und dann gucken wir mal. So, wir können, warte mal, Umschalt, K, M, können wir hier mal die Kamerasymbole durchschalten. Das schaut doch gut aus. So, dann fahren wir weiter. Hallihallo. Und natürlich die Alerts, die gehen auch wieder rund hier heute vom SLT. Schön, dass ihr da bist. Frohes Neues wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und was am Arsch wünscht der Michi? Ja. Machen wir natürlich, ne? Denn ganz wichtig, nicht vergessen, trinken ist wichtig. Ich weiß nur nicht, wie viele Zuckerrüben das hier sind. Das sind ein paar. Ah, viele tausend Tonnen. Wenigstens ist es nicht. Ja. Haben wir ja gesagt, mit dem, da bin ich mit dem schwarzen besser, weil da passt, glaube ich, eine Mille drauf. Ja, naja, halbe. Ja, besser als wie 250. Oder? Ne, eine Million, ne? Ah, Mille ist drauf. Ja. Gut, wenn wir jetzt noch paar mehr Leute werden, dann kann man das auch so machen mit kleineren Auflieger, kleineren Fahrzeugen, dann wird das alles ein bisschen interessanter. Außerdem suchen wir Leute. Ja, aktuell suchen wir auch Leute, das stimmt. Hier ist immer noch das Feuerwerk los. Ja. Bei mir ist Ruhe. Ja, hier. Immer noch ein bisschen. So, es läuft. Ja. Könnt ihr mal reinschreiben in den Kommentaren, was ihr so schön gemacht habt am Silvester, was ihr gegessen habt und ja. Ach so, okay. Der Mars Mama auf YouTube hat in Twitch geschrieben, er ist SLT. SL. Dann möge er doch bitte auch mehr bei Twitch schreiben, das wäre sehr angenehm. Dann brauche ich nicht ganz so viel auf 2-3 Chats achten. Das wäre hervorragend. Dann habe ich irgendwie alles zentraler. Und die Wertung wäre besser. Irgendwas ist hier gerade. Achso. Das habe ich vergessen zu drücken.
So, dann machen wir noch mal Außenbild hier so ein bisschen, ne? Ist natürlich heftig. Aber hat die nicht gerade hier Follow gehabt irgendwo? Oder so? Ich weiß das nicht. Natriel, hast du irgendwas gesehen? Weil ich hab's nicht gesehen. Wenn ja, dann müsste ich mich ja doch bedanken, ne? Weil mir steht, ja, der SLT ist gefolgt. Ah, okay. Ja, du kriegst dein Konto nicht verifiziert. Also, wenn du deine E-Mail-Adresse dort ausgewählt hast, ne, dann kriegst du auf deine E-Mail-Adresse eine Bestätigung, die du verifizieren musst. Haha. Schreibt er auch darüber? Nein. Nee, also, dann kriegst du eine E-Mail-Adresse, die du verifizieren musst. Dann musst du noch deine Handynummer angeben und die musst du auch verifizieren. Wie wäre denn SLT? Ja. Wer ist noch ein Mühe vor, bitte? Danke. Und dann geht das. Moin. Dennis, der Hesse ist da. Rot Neues wünsch dir. So, ich habe jetzt auch die Werbezeit für meine eigene Werbung, habe ich jetzt ein bisschen öfter reingeballert, ne? Dass das Fenster ein paar Minuten öfter da oben reinkommt. Look. Ja. Welches Konto denn? Welches Konto ist geil? Ja, dann muss er doch auf das Konto draufkommen. Regulär. Was, lest mal Twitch-Nudel? Ja, ich lese Twitch. Ja, habe ich doch gerade auch gesagt. Moin, moin, frohes Neues. Ach, nö. Per Hand ist doch auch ganz chillen. Weiß, man kann das auch mit Cosplay machen, habe ich aber erstens noch nicht gemacht. Das will ich dann demnächst mal offscreen wahrscheinlich testen. Okay. Ja, mal gucken, muss mal schauen. Viertel voll. Ja. Cosplay. Kann der die Miete erkennen jetzt? Die vorhandene? Besser? So, Maus. So, was muss ich jetzt hier machen? Ah, hier. Jo, guck mal. Hier kennt er. Und dann? Job starten oder was? Ne, Silo laden. Freie Fahrt. Ne. Silo laden, ja. Nee. Was muss ich denn jetzt hier machen? Liter übrig. So, Silo laden. Arbeitsbereich, 3 Meter. Silo laden. Muss ich den Arbeitsbereich definieren? Auf 9 Meter?
Muss ich hier den Arbeitsbereich markieren oder so? Schieb Cursed mal etwas runter. So. Dieser Autodrive. Was ist er hier? Ja. Und mach das mit dem Laden noch mal. Ja, so Silo Laden, ja, haben wir. Ach so, hier meinst du das? Ja, ja. So. Und jetzt? Ja, habe ich. Maus, Zielposition ist ja hier. Ladeposition 90 Grad, denke ich mal, ist dann hier wahrscheinlich, ne? In Anhänger. Und so, okay, warten. Ja, ich kriege gerade eine kurze Erklärung. So. Und dann so? Ist das richtig? Ich hoffe. Ich sehe schon kommen, das gibt Pan. Ja, Abhänger, abladenden Hänger. Okay, ja, habe ich dann gemacht. So, und dann Job starten nur, ne? Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Oh! Guck mal, Micha. Jetzt geht's automatisch. Na wunderbar. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich dann kleinere Hänger nutzen. Geht auch mit Radlader. Okay. Wo ist mein Traktor? Hier. Nee. Lässt er eigentlich immer die ganzen Fahrzeuge da stehen, mitten überall so, oder? Ne, die neue absichtlich jetzt. Warum? Weil ich gerade zu die Junge hupfen wollte. Achso. Ja, gut. Cool, danke Hesse. Vielen, vielen lieben Dank. Eine, hast du schon die erste gute Tat im neuen Jahr gemacht? Das ist doch toll. So, dann holen wir mal. Wo ist er denn? Wo ist da mein Traktörchen? Moment, den hier können wir wegnehmen demnächst. Den nee. Na, na, nee, na, lo, na, 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 da ist er. Kann sein. Die Miete mache ich ja mit der Hand, ja, ja. Immer. So, dann holen wir uns mal Hengos. Wow. Ja, läuft. Okay. Ja, aber da muss ich, glaube ich, die mit Cosplay allgemein fahren, abfahren lassen, ne? Alles, oder? Hm. Wie die Leute, die sich wundern, ich kriege gerade eine kleine Erklärung. So, dann machen wir das mal eben so aus. Das könnten wir eigentlich auch hier hinsetzen, ne? So. Haben wir ein bisschen alles am Rand und dann passt das doch besser. Ah, okay.
Okay. Ja, gut. Ah, da kann man ja auch selber machen. Das ist ja Peanuts. Soll ich auch? Ja, mach das, was? Soll ja, ich da abhauen? Ja. Bring das weg und dann kannst du vielleicht einen kleineren Hänger holen. Können wir, weißt du? Dann müsste das ja eigentlich passen. Hoffe ich zumindest. Mal schauen. Ja, das weiß ich. Schieben und Silofahren geht auch mit Kopfset, das weiß ich. Boah, das wäre cool, wenn ich jetzt hier ranzoomen könnte. Ne? Würde ich hier, glaube ich, ein bisschen mehr sehen, ne? Auf den Displays. Weil man kann da ja. Genau, Drehzahl geht ja mittlerweile. Ich glaube Füllvolumen auch und sowas. Okay, ja, das habe ich noch nicht bis dato gemacht, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, das ist cool, also wenn die Maus das jetzt allein macht, das ist cool. Und wenn wir demnächst vielleicht noch ein paar Leute mehr werden, dann wird das ja noch cooler. Oder? Also ich würde mir jetzt zum Beispiel noch wünschen, ne, dass man so ein paar Sachen hier vielleicht im Traktor selber immer so anklicken kann. Keine Ahnung, das Entladen antippen kann. Was ich meine? Aus dem Silo. Oh, das nervt mich auch gerade. Aus dem Silo in die BGA rein. Okay. Ja, aktuell haben wir nicht das Problem. Aber zwischendurch habe ich das Problem, dass das hier extrem leckt. Aber nur in der Innenansicht, wenn ich so fahre. Verstehe ich nicht. Aber nicht schlimm. Das sollte sich auch irgendwann legen. Oh yeah. Ja, das ist gut. Dann können wir nämlich auch mitfahren. Dann sieht man ein bisschen mehr. Das ist hervorragend. Das meine ich. Dieses Rumgebagge. Das ist, weiß ich nicht, da komisch. Machen wir hier lang. So, wenn der Micha dann da ist, also getauscht hat, dann passt das besser. Ja, Cosplay wartet auf Abfahrer, ich weiß. Hui, uah, ups. Ich glaube, ich mache gleich selber Feuerwehreinsatz hier auf. Traktor liegt auf Seite, bitte, bitte wieder auf Reifen stellen oder so. Ups. Komm mal. So, dann machen wir Zuckerlübenverladung. Machen wir mal ein, zwei Völkchen draus, da passt das. Ups. Jetzt ist die Frage, die Maus, die kann, glaube ich, nur Zuckerrüben aufladen, ne? Die kann keine Kartoffeln, ne? Ja, die Kartoffeln gehen ja automatisch gleich direkt am Hänger. Ja, aber vielleicht können wir das ja auch so ändern. Was war denn hier blöd? Die hat irgendwas blöd gemacht. Ja, gerade vor 2 Minuten. Ah, hier. Ja. Weil irgendwie geht mein Display hier nicht so richtig. Ah, okay, danke schön.
Das war Discord, der es hat eben geschrieben. Sie haben Post. Yes, man. Vielen Dank, Herzlein. Die Kinder tun sich schon wieder gegenseitig weh. Das ist nicht normal, ne? Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Du lieb. Die Paletten, die stören irgendwie ein bisschen hier. Danke. Ich muss mal gucken, wie man das vielleicht nicht machen kann, dass sie da nicht, dass sie nicht, nicht spawnen oder so, ich weiß das nicht, ey. So. So, dass man dann jetzt sagen kann, hier Knöpfchen, hier unten an den Ding, das fehlt mir so ein bisschen. Vielleicht kommt das ja im neuen LS-Teil, mal gucken. Das wäre ja cool, das wären richtig coole Nummern. Dann einfach ein bisschen mehr Action machen können. Ja, okay, gut. Ich habe mir gedacht, komm, die Maus gibt, die probierst du mal aus. Da, ich bin noch auf dem Rückweg. Gut. Boah. Jetzt war ein Bug da. Aber bei mir backt zwischendurch das Spiel, bei Micha backt das Lenkrad rum, also was soll's. Jo. Ich glaube, ich bleibe auf dem. Warum? Weil da nur eine Ladung kommt. Ja, und da muss man aber zu lange warten. Oh, okay. Schlimm. Da fahren wir halt ein paar Mal mehr. Wo ist das Problem? Ja, passt. Wir haben noch Zeit, oder? Boah, sind wir im Stress. Nee, weil dann kann ich die zwei, drei Felder oder vier fertig machen. Ja, dann mach. Wobei die uns ja auch nicht weglaufen, alles gut. Dann machen wir hier eben die Folge gleich auch zu Ende. Dann machen wir heute mal eine 30-minütige Folge heute. Komm, machen wir heute mal einen 30er. Werde ich dann gucken, dass ich die gleich noch eben irgendwie schneide oder was. Nee, kann ich gar nicht. Muss mal gucken, dass ich noch das Video von gestern, den Stream von gestern, da ich das mit dem Feuerwerk irgendwie schneiden kann, also rausschneiden kann, weißt du? Das wäre cool. Oh, oh. Doch, meine Frau hört man nicht. Ansonsten schickt er erstmal einen Helfer drauf, Micha. Wo ist mein Helfer? Grubbern. Was hat doch ein Helfer machen? Oder macht Grubbern, dann mache ich hier gleich noch ein Auto-Drive-Kurs oder so. Keine Ahnung. Oh, warte, ich glaube, der ist jetzt fertig geschmiert. Aber kann ich den Autodrive so einrichten, dass der jetzt hier dann lang fährt und lädt? Latril? Weißt du das vielleicht? Okay.
probiere ich das mal aus. Das wäre echt, glaube ich, mega cool. So, warte. Oder ist der auf den Server kommen? Was? Oder Later ist der auf den Server kommen? Der muss alles uploaden erst. Alle Dateien upgraden. Alter, das ist keine Sache von 5 Minuten. So, da muss ich nur gucken, wo müsste ich dann jetzt Dingens machen? Ladepunkt hier irgendwo, ne? Oder am Ende, oder? Also diesen Punkt zu markieren, wo der dann laden soll. Am Ende der Miete, oder? Regulär, ja. Müsste eigentlich dann funktionieren, hoffe ich. Meins ist soweit. Wenn ich den hier mache. Warte mal. Ach, weißt du was? Probieren wir einfach. Nenn dann einfach mal Maus laden oder so. Ist ja wurscht. So, ich probiere das mal einfach. Dann machen wir einfach mal verschiedene Punkte. Hauptsache wir haben die Strecke. Ist ja egal. So, dann machen wir das mal eben so. Das interessiert mich jetzt. Wenn das geht, wäre das hervorragend. So. 25 Meter ist Max. Glaubst du? Okay. Okay. Bis dort. Das probieren wir einfach mal aus. So, jetzt muss ich mal eben gucken, worunter müsste ich das dann haben? Abholen? Nee, ne? Frische abfahren? Nein. Oder vielleicht doch. Warte mal. Abholen, liefern. Haben wir da eine haben wir da jetzt einen Abladepunkt bei der Zucker? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Zellstoff. Hier Rüben abladen. So. Abholen, abliefern. Zuckerrüben. Rüben. Abladen, Maus laden. Komm, dann probieren wir mal. Vielleicht haben wir Glück und das klappt auf Anhieb. Wer weiß, wer weiß. Wir gucken mal. Weil dann stelle ich die zwei Gespannte mir auch so ein. Okay. So, dann fährt der nur nach da, ne? Okay, das klappt so nicht, wie er schon gesagt hat. Und mal, vielleicht kann man da noch was machen. Okay. Ja, nee, war nur so eine Idee. Also wollen will eigentlich anders, aber war nur eine Idee. Da. 25, 50, 100, 200 Meter. Oh. Warte mal, vielleicht klappt das ja. Ich habe mal jetzt umgestellt.
Wenn das jetzt so funktioniert, wäre das eigentlich cool. Hab den ja jetzt mal auf glaub 100 Meter, 150, 100, 100, glaube ich. Meinst du? Weil da steht ja auch B-Laden-Entladenträger. Wir gucken mal, was passiert. Der hört dann schon viel, also der wird dann schon viel früher langsamer. Okay, machen wir mal 200 Meter. Machen wir einfach mal 200 da. Wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück und es klappt wirklich. Weil wenn das klappt, dann wäre das schon ultra cool. Da müssen wir halt nur gucken, dass wir dann diese, wenn wir hier nochmal Rüben machen, oder zukünftig die Rüben machen, dass wir dann die, die Mieten halt so machen, dass wir dann immer nur, sagen wir, maximal diese 200 Meter dann erreichen. Hm. Jetzt sagen wir nicht, das klappt schon ab hier. Ich hab mal 200 Meter gemacht, mal gucken, was passiert. Er fährt nur noch mit 5, okay. Oh, hier erhöhen wir mal jetzt wieder. Den Arm von der Maus muss ich noch mal erhöhen, der ist ein bisschen flach. Für mein Empfinden heißt das, ne? Passt zwar drunter, aber für mein Empfinden klappt. So, da muss ich jetzt nur einstellen. Gut, den fahre ich ja selber. Gut, warte mal, dann machen wir das mal so. Stellen wir ihn beiseite. Ich habe eine Idee. Wenn das klappt, wäre das hervorragend. Dann haben wir eine neue Variation gefunden. So. Was machst du da? Kann ich den Arm erhöhen? Warte mal. Ich glaube, da muss ich mal eben kurz den abbrechen, ne? Genau, den Arm hoch. Und dann kann ich das einfach so wieder aktivieren wahrscheinlich, ne? Ja. 1,3 MJ. Was machst du gerade, Micha? Zurückschieben. Zurückschieben. Wen oder was schiebst du? Ich? Mich? Schieb das nicht. Mich kannst du nicht schieben. Mist. Also du hast gefragt. Ja, ich weiß ja nicht, was du machst. So, dann machen wir mal abholen und abliefern. Ah, okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. So, abholen und abliefern. Ich möchte gerne laden bei der Maus. Ich möchte das gerne bringen zur Produktion und zwar zur Rüben abladen. Du sollst laden Zuckerrüben. Können wir hier noch was ändern? Wenn man da geht, dann nur 100. Schade, dass man das nicht ein bisschen feiner machen kann, so 150 Meter oder so. Gut, ist ja nicht schlimm. Dann lassen wir das einfach bei 200 erstmal. Wenn wir das so machen, nur dann können wir das ja immer wieder umdingeln, ne? Oh, sagen wir mal, ja, soll er machen. Und dann sage ich so, aber unendlich erstmal. Nein, ach, was macht der denn? Ist der blöde? So, bei der Maus laden. So, jetzt aber. Wieso fährst du tanken? Du sollst nicht tanken fahren, du sollst laden fahren, du Blödmann. Egal. Gut, paar tanken. Mir wurscht, holen wir mal den nächsten. Ja, probieren wir mal. Richt mal den ein, der hat ein bisschen mehr Tank drinne. Ich hoffe, du fährst nicht automatisch reparieren. Nein, gut, passt. Hier haben wir alles. Das kann da anbleiben. Du sollst laden bei der Maus. Sollst entladen. Bei der Produktion und zwar Rüben abladen. Raffinerie.
Rüben abladen und sonst laden Zuckerrüben. Da, 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 da. Dann Attacke. So. Dann machen wir mal. Verfolgen wir den mal. Ich bin gespannt, was er macht. Wenn ja. Ah, mach's mal. Okay, ein altes, wo du nicht mehr zugreifen kannst. Warum kannst du da nicht mehr zugreifen drauf? Entschuldigung, dass ich das jetzt erst lese. Hat ein bisschen gedauert. Aber dafür habe ich ja eigentlich Moderatoren. Die hätten das dann auch mal eben beantworten können. Egal. So. Guti, also die Folge endet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen für die erste Folge im Jahr. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da, ein Like da, ein Abo da, wie auch immer. Und bedanke mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.